Hier wieder Aussaat gemacht oder was macht er hier? Ah ne, die gehen Holz und Co. holen. Okay. Wird die da Mais fertig arbeiten? Ist noch irgendwas auf dem Feld? Ich vermute mal das, was weg muss. Und deswegen geht es da nicht voran. Eieieiei. So, es dürfte es aber keine Obdachlosen mehr geben. Gibt es nicht mehr. Zwei Fishermen wohnen da drin und ein paar Kinder. Okay, soweit so gut. Feuerholz 45. Haben wir aber schon irgendwie reingeholt, ne? Fisch und ganz viel Kartoffeln reingeholt. Oh, okay. Weiß nicht, ob das für über den Winter reicht. Die haben 300 Kartoffeln, das ist ja okay. 170 Kartoffeln fast. 140 und ein bisschen Fisch. Und was haben wir hier? Auch über 300 und okay. Was ist denn für ein Symbol hier? Stonehouse. Ach, dann kannst du die upgraden, ohne dass du... Okay. Gut, gut zu wissen. So, was machen wir jetzt? Mach doch mal hier. Kinders, wir brauchen die Felder. Wir brauchen definitiv mehr Felder. Und mehr Fischer, Leute. Weil früher Herbst, gleich fängt es bestimmt an zu schneien. Und dann, ja, dann stehen wir da. Motiviert sind die aber nicht bei der Arbeit, oder? Fisch wird wieder transportiert. Was ist jetzt mit diesen blöden Feldern? Ich glaube, wir müssen das hier noch wegmachen. Dann sollten sie doch langsam mal in die Felder gehen. Da oben das noch weg vielleicht. Die Hütte sind sie ab. Die Hütte machen sie vorher fertig. Okay. Naja, kein schönes Haus, aber es funktioniert halt. Und zwei Gebäude sind halt noch in der Planung. Okay. Oh, 10 Grad. Im frühen Herbst 10 Grad. Okay, das ist nicht, nicht besonders warm, ne? Einfache Arbeit. Clearen Arenen und produzieren Güter und so. So, dann lass doch mal hier clearen, die Arena. Mit zwei Leuten. Damit wir hier überhaupt vorankommen. Die transportieren alle, alles gut. Fischerhütte ist auch schon in der Mache. Das heißt, zur Not kann ich mich vielleicht mit Fisch über Wasser halten. Wenn das Wetter wieder so 8 Grad und Regen und die armen Leute müssen draußen weiter arbeiten. Eieieiei. Das so gut ist, weiß ich nicht. Wäre schön, wenn die Felder machen würden, aber wir haben es sowieso Winter. Da wird sich an den Feldern nichts mehr tun. Naja, müssen wir auf Fisch gehen. Können wir nur mit Fisch uns weiterhelfen? Und dann müssen wir da mal gucken. Wie es dann da weitergeht.
So, was müssen wir denn hier zuordnen? Einen Gärtner. Ja, es geht alles zu Lasten von unseren Arbeitern, von unseren Bilders, unseren Bauern. Nicht Bauern, sondern Bauern. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ah, Feld ist fertig, hat er rausgenommen. Komm, dann pflanzt da von mir das Bohnen an. Und dann haben wir Kartoffeln und Bohnen schon mal. Achso, dann müssen wir sie jetzt relativ erstmal in Ruhe lassen, weil ich brauche die Nahrung für den Winter. Alles andere zählt im Moment nicht mehr. Eieieiei. Die sind mit den Fischen beschäftigt. Auch nur noch 6 Leute hier, 6 Bilder. Ja, die sind, glaube ich, dann hier beschäftigt noch, ne? Da sind 2 von Dings. Wo sind die anderen hin? Habe ich schon keinen Bock mehr. Ah, okay. Die machen jetzt hier weg. Und dann können wir hier das Feld auch nochmal Kartoffeln setzen. Dann haben wir fürs nächste Jahr, glaube ich, auf jeden Fall genug. Die Frage ist wirklich, überleben wir dieses Jahr? Wir haben jetzt Herbst, 3 Grad. Hier werden wir nochmal Potato machen. So, Bilder brauchen wir nicht mehr so viele. Das heißt, wir machen jetzt. Wir gehen erstmal auf den Fischer. Warum sagt er, hier ist keiner? Also, weil keiner zugeordnet ist. Ja. Farmer. Ich weiß jetzt nicht, wie er die aufteilt. Das große Feld hier wäre schon sehr wichtig eigentlich. Dass es da weitergeht. Wie sieht es nahrungstechnisch aus? 72 Fisch. Nicht besonders viel. Das Lager füllt sich mit Stein und Feuerholz. Feuerholz ist schon mal gut. Ja, müssen halt jetzt gucken, dass die Leute auch, guck mal, 0 Jahre frisch geboren, dass die Leute sich jetzt vermehren. Mit 11 Jahren ist man schon Fisherman, geht schon arbeiten. Mit 9 ist man noch Kind. Okay, sieht's hier aus. Ab 10 Jahre gehen die arbeiten, sehr wahrscheinlich, vermutlich. Hoffe, dass jetzt der ein oder andere nachkommt. So ein bisschen was macht jetzt. Wo geht ihr mit den Fischen? Brauchen wir hier Fisch? Warum holst du dir Fischfrau? Kannst du nicht Fisch in die Bude? Was frage ich überhaupt? So, das wird jetzt gleich auch noch fertig gemacht. Und dann müssen wir wirklich ein bisschen sachte gehen. Schneid ja schon. Da 2 erstmal einsetzen. Da erstmal einen einsetzen. Ja, auch einen. Dann können wir hier einen Farmer erstmal mehr. Ah, ich habe jetzt keinen mehr, der wegtransportiert. Na gut, aber. Ja. Müssen wir dann durch. Müssen wir halt gucken, ne? -1 Grad.
Fisherman. Hier. Kann erstmal zwei sein. Wir sind auch schon zwei. Nee, Fisherman haben wir hier. Achso, ist noch gar nicht fertig, deswegen. Okay, ich verstehe. Ja, der Winter, Spätherbst. Große Frage. Werden wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Bilder mit zwei Bildern, das reicht erstmal. Mal gucken, dass wirklich diese kleine Siedlung hier irgendwie überlebt. Und irgendwie wirklich hier ja in die Gänge kommt. Wie es halt manchmal so ist, ne? Obstbäume. Hunting. Können wir hier noch Hunting hinsetzen irgendwo? Ja, das macht da keinen Sinn. Aber ich sehe auch keine Tiere. Wir probieren es trotzdem mal. Setzen da noch Hunting hin. So, was ist hier? Also? Keine Ahnung. Irgendwo fallen Bäume. So, Bilders. Also hier. Okay. Das heißt, wir können ihn jetzt auf Fischfang gehen. Machen wir da mal vier. Weil noch ist ja nichts zugefroren. Weiß nicht, ob er zufriert. Aber ein bisschen Fisch haben wir. Ah, guck mal, hier sind auch Pilze schon gesammelt worden. Wir haben Beeren gesammelt. Ah, das macht hier die nette Dame, ne? Die produziert Aufhut. Ja. Unsere Bärensammlerin. Dann könnten wir eventuell den Winter doch überleben. Cool. Bei minus 5 Grad. Ich hätte ein Körbchen. Ah, okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir könnten später, wenn wir das gemacht haben, noch überlegen, ob wir noch ein paar Hütten bauen. Dass die dabei erstmal ein bisschen fertig werden. Ich habe sowieso eigentlich im Moment viel zu wenig Leute hier. Auf den Feldern im Winter. Ja gut, funktioniert halt nichts, ne? Dann könnten wir doch... die Farmer wegnehmen. Ist dann halt so. Die Fischer ausrüsten. Dann machen wir es so. Genau. Fischer Gärtner. Und dann lassen wir das einfach so stehen. The production limit of this resource has been reached. Produktionslimit ist erreicht. Okay. Haben wir denn genug Feuerholz? Ah ja. Wir haben aber kein Holz. Das heißt, wir müssen gleich wieder gucken, dass wir Holz sammeln. Remove Ressourcen. Lässt du nicht so viel hier wegmachen. Das abbauen. Cutter. Forest. Weiß nicht, wo ich den Forest-Mensch hinsetzen soll.
Weil noch ist ja genug da. Ja, guck mal, toll. Die Tiere sind da, wo ich natürlich... Okay. So, wir holen auf jeden Fall neues Holz. Alles gut. Früher Winter. Ja, noch sieht es ja gut aus, ne? Also wenn Frühjahr ist, müssen wir die hier wieder anschalten. Und dann Schritt für Schritt langsam unseren Aufbau hier machen. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen, ne?